Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher! Wuhu! Oh, tut mir leid. Wuhu! Und da hinten stehen die Salamandra. Salamandra-Lakaien. Mal gucken, was da vorne ab sich geht. Vor sich geht. Passt nicht! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben! Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Ich bin unschuldig. Wollt ihr mich verarschen? Oh, er schon wieder. Bitte, er ist. Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Ja, aber da in der Brücke kann man schlecht was in ein Loch reinbohren. Alter, 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 alter. Was geht denn jetzt ab? Okay, ich hab die überschätzt. Ne, unterschätzt. So rum. Überschätzt wäre das andersrum. Hallo. Was? Oh doch, so ein Hexer. Wohl. Jojo, komm, hau ab. Wir wird ihr Grab? Ja, ja. Aber ein schöner Anfang, ne? Naja, ja. Ein schöner Anfang. Ich sterbe sofort. Ja, Soldaten, kommt. Macht was. Aha, das ist meine Taktik. Tick-Tack. Habe ich gerade überhaupt irgendjemanden getroffen? Lass Miko in Ruhe, du Fröbel. Ah, schon besser. Wenn man ein bisschen mit Taktik rangeht, dann klappt schon. So super. Easy going hier. Bevor ich würde gern ich will das Schwert mitnehmen. Mann, ich will das Schwert. Nein, na egal. Habt Dank, Hexer. Ihr habt mich gerettet und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze. Nimm Asthma-Spray, Alter. So liegen wir gleich nach. So gut, worauf sie aus sind. Worauf? Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Da hat Geralt recht. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Wenn ich gewusst hätte, wie es ausgeht. Also, wenn ich zu dieser Situation komme. Fett. Wenn ihr wüsstet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt. Also ich glaube, die meinen jetzt die Situation, dass ich mich entscheiden konnte zwischen Triss helfen oder jetzt zu dem Furchtbringer. Nein. Nein. Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Ja.
So, jetzt... Nein, Mann! Ich will Schwert haben. Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Okay. So, jetzt aber. Alter, mein Twitter ist voll. Schon durch. Na. Das war der Magier? Willst du mich verarschen? Brauch ich für so ein Schwert? Yay, jetzt habe ich ein kleineres Schwert. Wow. Habe ich auch gebraucht. Nicht. Ja. Ich bin müde. Schon morgen? Lebt. Ja, ich soll mit wen reden? Mit dem Geistlichen, ne? Uhrzeit 7 Minuten. Hey, supi dupi. Und ich find's schade, dass ich immer noch nicht am Mühlentor... am Mühlentor, sage ich. An der Mühle selbst, da unser Treffen nicht vereinbaren konnte. Ich weiß nicht, an was es liegt. Meine Nase juckt, das liegt vielleicht daran. Ein Brettler. Ein Raufbold. Nein, zurück zu hinten. Ach Gott. Schurken, Raufbold. Das sind Schurken und Raufbolde, aber die sitzen da so ganz bequem. Was? Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Es ist ein ganz bequem, einfach so gemeinsam zusammen. So schön. Gemeinsam zusammen? Sitzen halt so schön zusammen. Gemeinschaftlich. Kein Anzeichen von Schurken oder Raufbolden. Es regnet. Nein. Echt? Oh. Unglaublich. Das ist regnet. Hätte ich jetzt nicht... boah. Hättest du mir das jetzt nicht gesagt, ich hätte es nicht herausgefunden. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich schulde euch mein Leben. Oh, mit dir muss ich quatschen. Stimmt. Hallo. Sprech. Dein Bart. Schnell. Dein Bart ist beknackt. Ich möchte in die Stadt, aber ich brauche einen Brief. Eine Art Pass. Nur Ritter des Ordens haben Pässe, aber als Kaplan habe ich auch einen. Kann ich ihn haben? Ihr? Ein Fremder? Ein Streuner? Habt ihr den Verstand verloren? Ich hab euch geholfen, ja? Die Hallo. Männer beim Tempel sprachen von euch. Ich hoffe nur was Gutes von mir. Sind wir sicher? Sind Sie sicher? Das war wahrscheinlich, wenn meine Tage gezählt. Ach, und ihr werdet sein Lehrer sein? Ja, da habt ihr ausnahmsweise mal recht. Ja. Ich soll beten, damit mich nachts kein Dämonen heimsucht. Wenn ich erwachsen bin, werde ich Barfrau. Echt? Dann kannst du mir ein Bierchen ausgeben, ne? Entführung? Ein Ammärchen. Der Geistliche hat es selbst gesagt. Meine Mutter will nicht, dass ich mit Fremden rede. Dann mach's nicht, mein Gott. Hör mal einmal auf deine Mutter, ja? Einmal zumindest.
noch ganz nass. Ja, er wird noch ganz nass, wenn er mich sieht. Wessler brachte einen köstlichen Wein. Sie ja, merkt man. Während du redest und säufst, es... Ach, egal. Und weg. Was könnte ich eigentlich noch machen? In die Stadt Vesima möchte ich noch nicht. Eine Bäuerinfrau. Was für ein schlechtes Wetter. Ja, das liegt. Haltet euch von der Hexe Abigail fern. Ich gebe mein Bestes. Wollte ich eigentlich, aber ich gehe trotzdem hin. Denn ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Die meisten Quests habe ich ja schon erledigt. Dickt. Wie lange denn noch? Ja. Oh, ist doch keine Tür. Das ist eine Tür. Will ich aber nicht rein. Abigail, wo bist du? Mädchen, Knabe. Ein Mädchen, Knabe wird zum Mädchen lade. Marmelade? Noch ein Knabe, So ein doofes Spiel. Wenn ein Affe zum Äffchen wird, was wird dann Mädchen? Mädchen, was glaube ich da? Das wird dann aus einer Made ein Mädchen. Ach, kann ich noch Frau schenken? Kein Ding. Wenn aus einer Made ein Mädchen wird? Ne, wenn aus einem Affen ein Äffchen wird, was wird dann aus einer Made? Aus einer Made. Mann! Was? Keine Ahnung, was du so als Hobby spielst. Als Hobby. In deiner Freizeit spielst, aber ist nie so meins. Und da merkt man, dass mein Gehirn langsam sich zugrunde neigt. Ich kann doch nicht mal mehr reden anständig. So, Abigail. Was wollt ihr? Deine Haare wollte ich sehen. Darf ich euch etwas fragen? Die habe ich vermisst. Wenn es sein muss. Hier gibt's auch nichts Neues. Wir sehen uns. Dann halt nicht. Ja, komm weg damit. U-I-U-A, bing bang, bada bada bing bang. U-I-U-A, bing bang, bada bada bing bang. Hey, U-I. Warte auf eine Lösung. Ja. Wie soll ich auf eine Lösung warten? Ich sollte die übrigen Aufgaben erledigen. Welche übrigen Aufgaben? Sag mir das doch mal. Der Ghoul. Der scheiß Ghoul. Ich brauche eine Fackel. Wo kann ich eine Fackel kaufen? Die hat doch bestimmt keine Fackel. Wo kann ich als nächstes wo was kaufen? Hier kann ich auf jeden Fall was kaufen. Da könnte ich auch was kaufen. Da gehe ich auch hin. Mal gucken, ob ich... Ja, ob ich so eine Fackel finde. Denn... Ich würde liebend gern wissen, wie ich da weiterkomme. Na komm, lauf. Und open the door. Jetzt, wo du sagst, kriege ich auch Durst. Ja? Wer sind die Skoyatel? Terroristen oder Unruhestifter würdet ihr sie nennen. Sie kämpfen für die Rechte von Anderlingen. Skoyatel ist elfisch für Eichhörnchen, benannt nach den Eichhörnchenschwänzen an ihren Mützen. Der hat dieselbe Stimme wie...
Inspektor Megore aus hier, Detektiv Conan. Oh, schön, cool, finde ich toll. Treibt ihr Handel mit ihnen? Verpisst euch, ihr legt mich nicht rein. Verschwindet, Störenfried. Verschwindet, ich, Störenfried. Aber ich... Verschwindet, Störenfried. Ja, jetzt habe ich schon bei dir verkackt. Das wollte ich nicht. Sorry, Alter. Ja, war auch eine dumme Frage. Treibt ihr Handel mit ihnen? Wenn ja, nehme ich euch jetzt gefangen. Ach, scheiß aufs Gefangennehmen, ich bringe euch um. Was kann ich euch bringen? Hast du eine Zwillingsschwester? Wenn ja, sie ist tot. Sie liegt in so einer Gruft. nichts. Wieso habt ihr keine Fackel? Was ist das? Med. Med, wer braucht schon Med, Alter? Med. Kaufmann. Niemand darf Vizima betreten. Ja, ja. Spieler. Lebt wohl. Speichern. Jetzt. Ich setz mal 5. Würfel. Und. Oh, ein paar auf jeden Fall. 2, 3, 4. Oh, ich müsste jetzt ein Ding wegschmeißen. Hat er schon gewonnen? Der 2 Paare, der Bastard. Komm, 2. Ich werde auf jeden Fall verlieren. Komm, ein paar. Ja, ein Doppelpaar. Nein, aber sonst ist besser. Der hat einen Drilling und einen Doppelling. Ich habe gewonnen? Buja, ich habe gewonnen. So, hier, würfeln. Ich würde aber gern speichern. Man geht nicht. Huch. 3. Zählt das? Ein paar habe ich schon mal. Ach komm, auf drei Dublonen. Ich könnte jetzt 1, 2, 3, 4 machen. Also wenn ich eine 4. Nee. Da ist so eine Straße oder so heißt das. Komm, ja, noch ein paar. Oh, ein Drilling-Paar sogar. Der hat verloren. Hat verloren. Was ist los? Hat nicht genügend Geld. Leb wohl. Ich habe dich abgezogen. Speichern. Na, die kratzen und weiter. So, ich will dich arm machen. Könnt ihr um lohnende Summen spielen? Ihr wäret überrascht, wie populär es ist. Vermögen wurden damit gemacht und verloren. Manche nehmen es sehr ernst. Ja. Wie steige ich in das Spiel ein? Es ist nicht so, als würde man einer Sekte beitreten. Fragt einfach ein bisschen rum, aber bedenkt, Profis vergeuden ihre Zeit nicht mit Anfängern. Okay. Mit wem kann ich anfangen? Hier in der Gegend? Odo, der ist irgendwie reich geworden. Und ich weiß, dass Haren und Mikul spielen. Und ich natürlich. Außer mir sind das alles kleine Fische. Und wirklich rund geht es in Vizima. Keine Sorge, ich lasse euch einen Vorteil. Wann gelte ich nicht mehr als Anfänger? Wenn ihr ein paar Mal gewinnt, spricht sich das rum. 3, 4 Spiele, dann habt ihr den Dreh raus. Schlag mich im Männer. Okay, das heißt... Odo. Odo, mein Freund. Was kann ich... Was du tun kannst? Würfeln? Ach. Er hat ein Lager. Das sagt mir keiner. Wollt ihr mich verarschen?
Der hat ein gottverdammtes Lager. Wieso sagt mir das niemand? Das kann ich verkaufen. Und so viel Feuersteine, wer braucht schon das? Wer braucht schon Feuersteine, ganz ehrlich? Was soll man damit? Warte, was? Na ja, ich möchte gegen dich. Ich hab... Na gut, was... ich möchte gegen dich spielen. Dann halt nicht. Es wird... Dann spiele ich gegen dich. Stopp. Geralt? Ja. Ich muss jetzt gehen. Speichern. Und jetzt. Jetzt. Geralt? Ich möchte spielen. Soll ich jetzt hier jetzt auf alles? Und würfeln. Ist ein paar? Habe ich noch ein paar? 1, 2, 5. Oh, ein paar hat er schon. Wir haben beide ein paar. Ich erhöhe auf 15. So. Ich werde auf jeden Fall verlieren. Das ist klar. Oh. Weh, bitte kein paar, bitte kein paar, bitte kein paar. Ah, Andreling. Du Bastard. Ah, Mann, ey. Komm, ein paar, zwei, drei. Oh. Ihr habt ein Full House, der Gegner hat drei gleiche. Nein, willst du nicht würfeln? Der Gegner denkt nach. Aha. Denken, ja, gewonnen. Aber trotzdem habe ich irgendwie weniger als vorhin. Oh. Ein paar? Sonst nichts. Super. Na komm. Hast du markiert? Gut so. Was? Hab nicht geguckt? Mist. Jetzt haut der raus. Siehst du ein paar? Ihr habt verloren. Mann, ey. Oh, scheiß Penner, jetzt zieh mich nicht ab. Sultan, ihr habt mein Verschwinden erwähnt. Wisst ihr etwas darüber? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Geralt. Ihr seid gestorben. Vor 5 Jahren wurde ich beim Massaker in Rivien Zeuge, wie ein Schurke euch eine Mistgabel in den Bauch rammte. Boah. Ich sah euch mit eigenen Augen verbluten. Dachte ich zumindest. Ich habe genug Leichen gesehen, da kenne ich mich aus. Naja, soweit ich mich erinnere, veränderte die Hexermutation euren Körper auf drastische Weise. Aber es ist dennoch unglaublich, dass ihr überlebt habt. Cool. Was von der Vergangenheit zu erfahren? Wir reden später. Ja, die schlagen sich zusammen. Er bleckt. Oh, die Zähne hüpft und wedelt mit dem Schwanz. Woher kommt dieses edle Tier? Warum gebärdet es sich so? Gewiss ist's nicht verheiratet, sonst wäre es nicht so froh. Der hat auch so ein Saints Row Zeichen hier auf der Brust. Alles sind die Saints Row Spieler. Naja. Das ist schon wieder, ich mache nur noch Überstunden, sag ich. Überlängen folgen mir. Ich sollte hier drin bleiben. Wow. Cool. Das finde ich cool. Jetzt müsste es nur noch dieselbe Form haben, dann wäre es richtig geil. Na egal, ich wünsche euch viel Spaß mit... Tut mir leid, wollte ich nicht, ich schwör's, ich wollte nicht. Mit... Warte. Verdammt.
lebt. Achso. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem ganzen Kram hier auf dieser Erde. Und euch viel Glück im Leben und sonst wo. Keine Ahnung, was ihr macht. Ist mir relativ egal. Außer es ist spannend. Dann nicht. Aber sonst egal. Denn ich muss jetzt Videos schneiden. Also schneiden ist relativ halt bearbeiten. Ne? Schlagt mich, ihr Memme. Okay. Wird gemacht. Aber das dann offscreen, das mache ich dann so. Nee, nee. Jetzt hier aber. Tschüss, winke, winke. Der Gerald sagt auch tschüss. Und ich beende die Folge mal so, hier. Erstmal speichern. Warum gebärdet ist dich so? Ja, ja. So, ich beende das Spiel einfach so. Tschüss. Hier und dann hier wirklich verlassen. Ciao.